Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Filmmuseum, Deutschen Filminstitut und der Kolleginnen und Kollegen vom Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Filmabend. Unsere Filmreihe behandelt, wie Sie wissen, das Kriegsjahr 1916, welches sich auszeichnete durch die großen, verlustreichen Schlachten, deren wir bis heute uns erinnern. Die Schlacht um Verdun, die im Februar 1916 begann, die Schlacht an der Somme, die im Sommer begann, die Skagerrak-Schlacht, die im Mai-Juni stattgefunden hat und eine der Isonzo-Schlachten, eine der großen in den Alpen. Vier Schlachten heißt für uns vier Filme, die wir gemeinsam ausgesucht haben und Ihnen in diesem Jahr präsentieren. Alle Filme werden eingeführt durch eine Historikerin, einen Historiker und durch eine Filmwissenschaftlerin, einen Filmwissenschaftler. Und ich freue mich heute Abend Frau Dommann, Frau Professor Dommann von der Universität Zürich begrüßen zu dürfen, sowie Frau Feldfoss aus Frankfurt. Ich werde zuerst einige Worte zu Frau Dommann sagen, die zu uns gekommen ist und Professorin für Geschichte der Neuzeit in Zürich ist. Sie hat allgemeine Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte studiert, wurde 2002 promoviert und hat sich 2012 habilitiert. Sie hatte verschiedene Lehr- und Forschungsaufenthalte, unter anderem am German Historical Institute in Washington, an der McGill University in Montreal, Kanada und war Visiting Guest am renommierten Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zu den Themen, mit denen sie sich befasst, gehören Kriegsmaterialkultur, materielle Kulturen, Mediengeschichte, akustische Historiographie, Aufzeichnungsmedien sowie Militärwissenschaft und Technik seit dem Ersten Weltkrieg. Nach der Einführung von Frau Dommann sehen wir einen kurzen französischen Nachrichten- oder Propagandafilm, fünfminütig, aus dem Jahre 1916 mit dem Titel Sur le front de la Somme. Und im Anschluss daran wird Frau Feldfoss Ihnen die filmwissenschaftliche Einführung geben. Jetzt zunächst begrüße ich noch einmal Sie, liebe Frau Dommann, sehr herzlich und übergebe Ihnen das Wort. Danke. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und die herzliche Einladung. Die Schlacht ist kein Krieg. Sie setzt mit einem Mal alles aufs Spiel. In seiner kongenialen Geschichte der Schlacht bei Bouvines im 13. Jahrhundert, die später in der Nationalgeschichtsschreibung Frankreichs zum Ursprung der Nation erklärt wurde, spricht der französische Mittelalterhistoriker Georges Duby vom Krieg des Mittelalters als Abenteuer, als ganzjähriges Plünderungsunternehmen im Netz von Fehden und endlosen, dennoch periodisch aufquellenden Querelen zwischen rivalisierenden und habgierigen Mächten. Wenn der Krieg sich in die Länge zog und keine Aussicht auf Verhandlungen mehr bestand, dann sollte die Lösung durch eine Schlacht, die ein über die Massen erweiterten Duell darstellte, erzwungen werden. Die Schlacht von Somme wurde zum ganz normalen Krieg. Sie brauchte keine Entscheidung, geschweige denn eine Lösung. Sie war eine gigantische Materialschlacht. Gleich am ersten Tag ein Menschenschlachthaus und im November eine Urschlammlandschaft, so zumindest in den Worten Ernst Jüngers. Sie war jedoch keine Katastrophe. Anders als in vielen Romanen von Schriftstellern nach Kriegsende mystifiziert, fällt es schwer, das Geschick, den Mut und die Opferbereitschaft der Soldaten zu überhöhen, denn diese Schlacht war geprägt von der Industrie und der Logistik des 20. Jahrhunderts. Mit massenproduzierten, großkalibrigen Waffen, mit Flugzeugen, die im Luftkrieg zum Einsatz kamen, kleinen Panzern und Giftbars, wie beispielsweise Chlorgas, mit dem versucht wurde, die Soldaten aus den Gräben zu treiben. Der Erste Weltkrieg oder The Great War, wie er in England genannt wurde, schuf eine neue Krankheit, den Shellshock und einen neuen Typus des Kriegsheimkehrers, des Zitterers, den das in den Gräben erlebte, wieder heimsuchte. Der Erste Weltkrieg
war kein Orkan, der über die Menschen hinweggefegt ist. Er war keine Naturkatastrophe, sondern von Menschen gemacht. Er wurde ausgelöst, vorangetrieben und schließlich erschöpft beendet. Die kritische Erforschung der Geschichte des Ersten Weltkriegs wurde in Deutschland erst im Jahr 1959 durch einen Aufsatz des Historikers Fritz Fischer über die Kriegsziele Deutschlands im Ersten Weltkrieg lanciert. Deshalb erlauben Sie mir hier zunächst einen Blick zurück in die Geschichte der Geschichtsschreibung des Ersten Weltkriegs. Fischer vertrat die damals Widerstand provozierende These, dass das Deutsche Reich seit 1911, zumindest jedenfalls seit Dezember 1912, zielbewusst auf die Herbeiführung eines europäischen Krieges hingearbeitet habe. Diese Position löste die sogenannte Fischer-Kontroverse aus, bei der sich konservative Historiker wie Gerhard Ritter der These Fritz Fischers scharf widersetzten. Fischer verstärkte dann seine These im 1961 erschienenen Buch «Griff nach der Weltmacht». Im Jahr 2012, perfekt getimt zum Jubiläum von 2014, erschien Christopher Clarks Buch «Die Schlafwandler». Dem dicken Buch des australischen Historikers, der in Cambridge lehrt, gelang es in der Masse der vielen Monographien zum Ersten Weltkrieg aufzufallen. Es wurde zum ganz großen Bestseller, gerade auch in Deutschland. Die deutsche Übersetzung verkaufte sich gemäß Wikipedia bis Mai 2014 200.000 Mal. Es ist auch als Hörbuch erhältlich. Warum dieser Erfolg? Es ist ein hervorragendes Buch. Wegen dem stupenden Überblick über die Literatur, aber auch wegen den umfassenden Archivrecherchen in 14 europäischen Archiven in Paris, Belgrad, Moskau, Wien, Stuttgart, Den Haag, Berlin, St. Petersburg und Kiew. Clark gelingt eine multiperspektivische Sicht auf den Krieg. Die Quellen, so Clark, würden ein Wirrwarr aus Versprechungen, Drohungen, Plänen und Prognosen präsentieren. Und dies sei ein Grund dafür, dass der Kriegsausbruch bislang auf so irritierend vielfältige Weise interpretiert wurde. Vielleicht könnte man die These wagen, dass der Erfolg und auch damit zusammenhängen könnte, dass sich Clark gegen das Verdikt der These von Fritz Fischer wandte, Deutschland trage mit seinem Griff nach der Weltmacht die alleinige Hauptschuld. Ich zitiere Clark: Der Kriegsausbruch von 1914 ist kein Agatha Christie-Thriller, an dessen Ende wir den Schuldigen im Konservatorium über einem Leichnamgebäude auf frischer Tat ertappen. Und etwas weiter unten: So gesehen war der Kriegsausbruch eine Tragödie und kein Verbrechen. So gesehen waren die Protagonisten von 1914 Schlafwandler, wachsam, aber blind, von Albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräueln zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten. Die Krise, die im Jahr 2014 zum Krieg führte, war die Frucht einer gemeinsamen politischen Kultur. Zitat Ende. Vielleicht las man im Jahr 2014 in Deutschland das gerne. Man las gerne, dass Deutschland nicht die einzige imperialistische Nation war. Die Generäle Europas in beiden Lagern verfolgten dann im Krieg die Strategie oder Illusion eines kurzen Krieges. Doch dieses Konzept war durch die modernen Technologien, allen voran das Maschinengewehr und die Massenmobilisierung, überholt. Die Verteidigung profitierte von Maschinengewehren, denn mit Maschinengewehren ließen sich Sturmangriffe effizient abwehren. Der deutsche Blitzkrieg im Westen war gescheitert. Doch auch der französische Gegenangriff und der alliierte Versuch, deutsche Stellungen zu umgehen, scheiterten. Nach den ersten zwei Monaten begann im Westen der Stellungskrieg. Generäle setzten immer wieder zu Großangriffen an, welche Millionen von Soldaten in den sicheren Tod trieben. Die Schlacht von Somme ist so ein Großangriff. Im Osten wurde der Krieg zwar als traditioneller Bewegungskrieg, doch nicht minder verlustreich geführt. An der Ostfront wurden weitaus größere Zahlen von Zivilisten, Frauen, Kinder und Alte in den Konflikt gezogen.
Die Bevölkerung war bei Kriegsbeginn von Vorstellungen eines Kriegs geleitet, die sich aus den Erfahrungen mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870-71 näherten. In Deutschland und Frankreich folgte man willig den Gestellungsbefehlen und in Großbritannien meldeten sich große Scharen, gerade auch aus den Eliten, für den Fronteinsatz. Je länger der Krieg dauerte und der immer wieder erhoffte Durchbruch weder von der einen noch der anderen Seite erzielt wurde, desto lauter wurde in den Gräben die Frage nach dem Sinn des großen Sterbens gestellt. In den französischen Armeen wurde offen gemeutert, während im Osten viele Russen und Rekruten aus dem Habsburgerreich die Gefangenschaft, dem Tod oder der Verwundung vorzogen. In Frankreich und England konnte die Bevölkerung immerhin durch eine adäquate Lebensmittelversorgung einigermaßen bei Stange gehalten werden, während in Deutschland die Verteilungskämpfe um Nahrungsmittel immer mehr eskalierten. Auch die Lage der Zivilbevölkerung im Osten, in Österreich-Ungarn, glich jener in Deutschland. In Wien und anderen Großstädten kam es bereits 1914 zu Engpässen in der Versorgung. In Russland war nicht der Mangel an Lebensmitteln das Problem, sondern die Unfähigkeit und Inkompetenz des Zarenreichs, die Ressourcen zu organisieren und zu verteilen. Unter dem Druck der Proteste der Bauernsoldaten an der Front und der Industriearbeiter in den großen Städten war Russland die erste Monarchie, die 1970 zusammenbrach. Deutschland und die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn folgten 1918. Der britische Historiker Adam Tooze hat in einem kürzlich vor 2 Jahren erschienen hervorragendes Buch mit dem Titel Sintflut, die Neuordnung der Welt 1916 bis 1931, das Jahr 1916, in dem die Schlacht von Somme stattfand, als eigentlicher Wendepunkt des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Aus dem Ersten Weltkrieg seien die USA als eine unsichtbare Weltmacht hervorgegangen, die militärische Stärke überhaupt nicht benötigte, um die Geschicke der Welt nach Belieben zu lenken. Die Vereinigten Staaten hätten auf Kolonien und Schlachtschiffe verzichten können, weil ihre Wirtschaftsmacht allein dazu ausgereicht habe, allen Staaten ihren Willen aufzuzwingen. Während des Ersten Weltkriegs seien die USA zu einer unsichtbaren Supermacht geworden. Zuerst habe sich das Zentrum der Finanzwelt von London nach Nordamerika verlagert. Die Regierungen Englands und Frankreichs hätten sich Geld von privaten Banken in den USA geliehen, um den Krieg gegen die Mittelmächte zu finanzieren. Ohne diese finanzielle Hilfe hätte die Entente nicht einmal das erste Jahr des Kriegs heil überstehen können. So aber sei die amerikanische Industrie für die Zwecke der Entente mobilisiert worden. Alle Aufträge, die sie aus Übersee erhalten haben, seien durch amerikanische Bankenkredite überhaupt erst ermöglicht worden. Denken Sie also daran, wenn Sie das große Geschütz, die Berge von Munition, die Camions und die Nachschubslinien im Film sehen werden, dass diese Waffen wohl mit amerikanischem Geld der Wall Street finanziert wurden. Die amerikanische Wirtschaft wuchs und die Entente begann sich in Abhängigkeit amerikanischer Banken. Die Wall Street in New York mit Bankern wie J.P. Morgan wurde 1916, also im Jahr der Schlacht von Somme, zum eigentlichen Machtzentrum der Welt. Wer von der Schlacht von Somme spricht, redet gerne von Zahlen. Es sollte der Big Push werden, der ganz große Schlag. 113.000 Kilometer Telefonleitungen wurden verlegt. Der Plan für den 1. Juli 1916 umfasste 31 Seiten. Zwischen Ende Juni bis Ende November 1916, so lange dauerte die Schlacht, standen sich in der nordfranzösischen Region Picardie 1,5 Millionen deutsche Soldaten und 2,5 Millionen Alliierte gegenüber. Der Body Count, wie im Jargon des Militärs die Zahl der gefallenen Soldaten bezeichnet wird, beträgt 1,1 Millionen Soldaten, doppelt so viele wie in Verdun. Die Briten verloren 419.654 Mann, die Franzosen 204.353, die Deutschen 465.000. Von den 120.000 britischen Soldaten, die gleich am 1. Juli in die Schlacht gezogen waren, kamen 757.000 um oder wurden verletzt, bevor der erste Tag vorbei war. 2 Opfer auf jedem Meter Front.
Vieles, was wir über den Krieg zu wissen glauben, haben wir im Kino gesehen. Zum Beispiel den Gang durch die Schützengräben des Ersten Weltkriegs in Path of Glory von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1957. The Battle of Somme im Juni, Juli 1916 auf dem Schlachtfeld gedreht, kam im August 1916 bereits ins Kino. Bloß zwei Kameramänner waren im Auftrag des War Office in Frankreich unterwegs. The Battle of Somme war ein Propagandafilm. Er sollte den Engländern und der Welt eine Schlacht zeigen, die noch im Gange war. Was glauben wir durch den Film The Battle of Somme über die Schlacht zu wissen? Der Film zeigt Schlachtvorbereitungen, Schlachthandlungen, führt das ganze Arsenal von Kriegslogistik vor. Materialflüsse, Marschkolonnen, Geschützberge. Was an diesem Film fesselt, sind die übermütigen Augen jener Infanteristen, welche keck in die Kamera blicken. Die meisten von ihnen werden ein paar Stunden später tot sein, so glauben wir zu wissen. Den Augen, die sie gleich sehen werden, steht der Krieg und das Sterben noch bevor. Blicken wir in die Augen jener, die an die Front ziehen? Der Krieg kommt seit dem Ersten Weltkrieg oft schneller ins Kino, als er in Geschichtsbüchern aufgearbeitet wird. Der Film The Battle of Somme besticht durch Nähe, die Immersion erzeugt, wenn auch einige berühmte Szenen, wie ein Historiker des Imperial War Museums nachgewiesen hat, gestellt sind. Und zwar nicht reenacted, sondern pre-enacted. Der Film ist als Quelle für den Historiker dennoch interessant. Nicht als Abbild des Krieges, sondern als Zeugnis seiner Vermittlung in die Welt. Vielen Dank.